Ich begrüße euch ganz herzlich hier von unserer Stania 8F Lok. Wir gucken uns heute mal die Lok an, die Dampflok, die im Güterzug unterwegs ist, hier auf der Strecke Spirit of Steam. Es ist 5.14 Uhr morgens. Wir fahren einen sogenannten Express-Güterzug. Und ich würde sagen, steigen wir mal ein. Okay, also hier ist unsere Heizerin, die heizt auch schon ordentlich ein. Wir machen einmal hier das Licht an und können mal hier die Dachentlüftung öffnen, weil warum nicht? Das sieht schon echt cool aus, ne? Ja, okay. Aber den Richtungswender auf 75% vorwärts. Da sehen wir es auch. Der Richtungswender ist ganz weit vorne. Wir öffnen den großen Auswerfer. Die Bremse ist schon gelöst. Der kleine Auswerfer ist geschlossen. Also ich muss schon sagen, es sieht halt einfach unglaublich schön aus, oder? Also wenn man sich einfach mal so das Bild von außen anguckt, finde ich, hat es einfach ja sowas total Idyllisches, oder? So eine englische Strecke frühmorgens. Wir befinden uns in meinem Jahre, ich glaube 1958, wenn ich das richtig im Kopf habe. Doch, ja, 58. Aber, ja, gefällt mir. So, wir können den großen Auswerfer schließen. Der kleine Auswerfer wird geöffnet. Und dann würde ich sagen, sind wir soweit abfahrbereit. Einmal hier die Lampe wieder aus. Und dann hier der Sander. So, ich glaube, den Sander können wir wieder schließen. Ja, der große Auswerfer ist geschlossen, sehr gut. Öffnen wir jetzt mal das Fenster hier. Wir dürfen maximal 20 Meilen pro Stunde fahren. Ich gehe mal davon aus, wir dürfen mit dem Zug nicht viel schneller als insgesamt 30 Meilen pro Stunde fahren. So, dann können wir jetzt die Zylinder hier eine. Oh, die waren die ganze Zeit geschlossen. Das ist natürlich nicht gut. So, dann einmal hier den Richtungswende auf ungefähr 50% zurück. Wir haben noch gar keine Frontbeleuchtung dran gehängt. Ich weiß leider immer noch nicht so ganz. Jetzt haben wir Zug Nummer A. Ja, ich weiß leider nicht, oh, wir sind zu schnell. Was die Beleuchtung ist für einen Expressgüterzug. Da gibt es ganz bestimmte Regelungen. Muss ich nochmal nachgucken.
So, Signalzeitfahrt. So, wir fahren mal nicht schneller als 35, ich würde sagen 35 Meilen pro Stunde ist unsere heutige V-Max. Ich glaube nämlich nicht wirklich, dass wir nicht schneller fahren dürfen. Auch schon dieser alte Bahnsteig. So, super viel Müll hier rumliegen. Mit den verbarrikadierten Fenstern. Lassen nur rollen, verbrauchen also gar keinen Dampf gerade, deshalb steigt der Druck im Kessel. Und sobald hier praktisch diese Nadel die 225 erreicht hat, gehen die sogenannten Safeties los. Ich weiß nicht nur, was der deutsche Begriff dafür ist. Das ist aber dann, dass praktisch von oben der Dampf entlassen wird. Sehen wir jetzt gleich auch hier. Da. Was auch ganz schön ist, ist, dass wir hier hinten auf jeden Fall hier die Hecklampen haben. Und das hier ist ja praktisch der Bremswagen. Dementsprechend können wir hier auch noch den Ofen anmachen. Auch schön, oder? Hier kann man auch theoretisch, also wenn man jetzt in Person unterwegs wäre, könnte man sich auch hier vorne hinsetzen. Da auf diesen Platz und dann hier so schön rausgucken und hier die Handbremse bedienen. So, machen wir hier mal die Tür wieder zu vom Bremswagen. Wir sind zu schnell. Hier beim Mosley Hill. Auch schon, also die Dampfpartikel, ne, das sieht schon ganz hübsch gemacht aus. Auch wie das hier dann so langsam praktisch verfliegt. Besonders schön übrigens, wenn man in Dunkelheit fährt. Vielleicht machen wir das am Ende des Videos einmal ganz kurz. Muss ich mal gucken. Und dann praktisch der Dampf von irgendwelchen Lichtquellen angeleuchtet wird. Das sieht unglaublich schön aus. Das sieht praktisch so aus, als wenn der Dampf brennen würde. Das hat schon was. Aber mal gucken. Vielleicht machen wir das auch einfach irgendwann anders in einem anderen Video nochmal. Weg da. Mensch.
Okay, das Lichtsignal da vorne zeigt Fahrt. Ja, das sind, glaube ich, hier so gedeckte Güterwagen, ne? Kann man eigentlich... Oh, ich glaube, die kann man aufmachen. Wenn der Zug steht, kann das sein. Das werden wir auf jeden Fall gleich noch ausprobieren. Also auch sehr, sehr schön hier die Details, wie die Kabel hier so ein bisschen rumwackeln. Das ist schon mittlerweile ein extrem guter Simulator geworden. Das muss man einfach so sagen. Ja, abkuppeln will ich jetzt nicht in während der Fahrt. Was haben wir sonst noch für Wagentypen? Ja, hier so solche Flachwagen, heißen die so? Ja, ich glaube nicht. Und hier noch also offene Güterwagen, wo irgendwelche Holzplatten, glaube ich, geladen sind. Auch schön, wie das alles hier so wackelt, ne? Das sieht einfach so unglaublich schön aus. Ja, die Strecke hat kleinere Schwächen. Manchmal ist sie so von der Ausgestaltung her nicht so ideal. Manchmal sind die Texturen einfach ein bisschen verwaschen und so, aber alles halb so wild, weil immerhin haben wir jetzt zwei Dampfloks, mit denen wir fahren können. Sind zwar in Anführungszeichen nur Englische, aber ich kann wirklich jedem empfehlen, selbst diejenigen, die nichts mit Dampfloks eigentlich am Hut haben, so wie ich. Ich habe nicht mal eigentlich ein so großes Interesse an Dampfloks, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß. Es ist eine komplett andere Erfahrung als ja, weiß ich nicht, so eine moderne Drehstromlok zu fahren, was ja auch sehr viel Spaß macht. Ne? Also ich fahre sehr gerne mit der 101 oder der 185 oder so. Aber hier noch, also dieses ganz mechanische Müllsoftware ist hier verbaut. Wir haben nicht mal einen Tacho. Ja, das ist das Witzige. Hier gibt es nicht mal ein Geschwindigkeitsmesser. Schön, wie viel hier an Rollmaterial noch abgestellt ist. Also, ja. So, ein bisschen Dampf. Ich weiß gar nicht, wofür die Luftklappen hier vorne sind, ehrlicherweise, aber das macht ja unsere Heizerin automatisch. Das ist nicht unsere Aufgabe, das macht unsere Heizerin. Und ja, man kann das ja in die Einstellung, wenn man in die Einstellung geht, kann man. Da beim Dampffeuermodus kann man einstellen, ob man automatisch, vermutlich nicht manual, sondern manuell oder unterstützt das Ganze machen möchte. Ich habe das jetzt auf automatisch eingestellt. Aber man kann da auch sicherlich, glaube ich, selbst so ein bisschen zumindest kontrollieren, wann Kohle eingefüllt werden soll. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal hier aufs Fahren und bin froh, dass unsere Heizerin was ist denn da an uns vorbeigefahren? Ja. So, gut. Ja, bin froh, dass unsere Heizerin hier den Job macht. Man kann auch übrigens hier die Bremse, ne, die kann man einzeln bedienen. Also man kann hier den Haken lösen und dann kann man die Bremsen hier tatsächlich, also das eine ist glaube ich die Kombinationsbremse, das andere ist dann die Dampfbremse und normalerweise benutzt man die zusammen, aber man kann die auch, man kann hier diesen Haken praktisch lösen. Und dann kann man die Kombinationsbremse und die Dampfbremse jeweils getrennt voneinander nutzen.
Was auch cool ist, man kann nämlich die Betankung auch kontrollieren. Also man kann hier diesen Wassertank praktisch öffnen und dann in den Wassertank, wenn man da am Schlauch steht, kann man dann da Wasser einfüllen. Dann gibt es auch Szenarien und den Fahrplan, wo man das auch machen muss. Also so ein bisschen mehr Interaktivität ist schon ziemlich cool. Auch schön, wenn man hier von außen guckt, wie viel Bewegung hier einfach im Führerstand ist, ne? Dass man selbst als Lokführer hier immer wieder rausguckt und dass man von außen auch einfach sieht, wie da die Heizerin sich bewegt. So, 2,4 Kilometer dürfen wir nur noch 20 fahren. 2,4 Meilen natürlich. British Railways. Jawohl. Built 1953 in Crewe. Wir können auch hier die Kameraposition wechseln mit den Pfeiltasten. Können wir einmal hier hin, dann können wir den Blick des Heizers oder der Heizerin haben. Hier können wir das Fenster öffnen, hier von der Seite und von oben. Praktisch auch ein Tender drauf. Nee, doch nicht langsamer werden, erst in einer Meile. Ich gebe da immer mal so kürzere Schübe mit dem Regler, dass nicht hier immer ständig die Safeties mich nerven. Bringt auch nicht so viel. Vielleicht müsste sie mal aufhören, hier ständig Kohle hinterher zu schaufeln. Was ist das? Abdampfinjektor-Wasserventil. Nun, wir erhalten eine Frischdampfinjektor-Wasserventil. Okay. Handbremse. Vollständig angewandt? Was? Sind wir des Wahnsinns vollständig angewandt? Bitte nicht. Aber fühlt sich nicht so an, ehrlich gesagt. Also, naja.
Hier sehen wir den Kessel im Druck, ne, wie jetzt langsam steigt, und hier die rote Linie mit 225 IB pro Quadratinch. Ich weiß nicht, was IB sein soll. Hier sehen wir die Bremsen, die Vakuumbremsen. Und hier noch so ein paar Hinweise. Hier auch ganz schön haben wir eigentlich den Signalmast für die Formsignale. Aber zu diesem Zeitpunkt ist schon praktisch an diesem Bahnhof sind die Formsignale gar nicht mehr in Betrieb, sondern schon die Lichtsignale hier. Das ist echt cool gemacht, dass die auf solche ja, Historizitäten geachtet haben. So, und in 1,8 Meilen müssen wir einen Runcorn halten. Runcorn, so hieß doch ein Charakter aus Harry Potter. Apropos Harry Potter, in einem der nächsten Videos, die eine Dampflokfahrt beinhalten, wird das ein wenig magisch werden. Aber da will ich jetzt noch gar nicht so viel spoilern. Ihr werdet es schon sehen. Ich finde es schöner, wenn die Lampe aus ist. Wie gefällt euch so das Add-on Spirit of Steam? Habt ihr euch das geholt? Wie kommt das so bei euch an? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe da definitiv meine Meinung zu und mir gefällt es einfach sehr, sehr gut, muss ich sagen. So, es geht ordentlich bergauf, daher einfach mal den Regler vollständig veröffnen. Wir sind hier nämlich praktisch auf der Überführung. Beziehungsweise auf dieser Brücke hier. Ordentlich Leistung hoch. Auch schon wie verdreckt das alles so aussieht. Also hier wird halt gearbeitet, ne? So sieht das hier aus. So stelle ich mir auch ehrlich gesagt diese Gegend Englands vor in diesem Jahrzehnt. Genauso. Also was das angeht, haben die das schon wirklich gut hinbekommen, finde ich, so von der Immersion her. So imaginiere ich mir, ja, so Mittelengland, so die Gegend um Liverpool, um Manchester herum in den 60er Jahren. Alles verdreckt, alles ja, mit diesen Arbeiterhäusern. Hier noch so eine Kirche. Die Strapazen des Zweiten Weltkriegs liegen hinter den Menschen. Und langsam tritt die Modernisierung ein. Ganz langsam. Das ist ja auch praktisch hier das End. Ja,
ja, die Endzeit des Dampflok-Zeitalters in Großbritannien. Denn kurz nach 1958, 59 so, waren dann auch schon die ersten Dieselloks wirklich flächenmäßig im Einsatz. Auch hier so dieser Hafenbereich, der ist echt schön gemacht. Was auch cool ist, die Brücke hier, ist glaube ich auch eine Eisenbahnbrücke, die ist hier im Spiel praktisch im Bau. Also die ist noch nicht fertig. Die Brücke steht auch glaube ich bis heute hier und die Brücke, auf der wir gerade fahren, ist, glaube ich zumindest, das ist jetzt aber nur Halbwissen, ist glaube ich sogar tatsächlich mittlerweile abgerissen. Und stattdessen gibt es nur noch diese Brücke und ich weiß nicht genau, wofür hier das ist. Das ist irgendwie glaube ich so eine Art Aufzug oder so, der, ich glaube, Autos rübertragen kann. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was das ist. Das ist auf jeden Fall irgendeine sehr interessante technische Spielerei. So, wir müssen in 700 Yards anhalten. Wir müssen aufpassen. Eieiei, unser Stockmarker ist halt haargenau vor dem Signal. Das ist. Okay, das wird eine Herausforderung. Da ist auch schon das Signal. Okay, das wird, ja, das könnte jetzt echt schlecht enden, ne? Die Spannung steigt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon anhalten dürfen. Ach, ein Glück. Dann ist ja gut. So, was machen wir? Wir stehen, dementsprechend die Zylinderhähne geöffnet. Den Regler auf Schließen. Die Bremse legen wir an. Großen Auswerfer öffnen wir. Kleiner Auswerfer, weiß ich nicht, was wir mit dem machen. Und dann na. Dann wollte ich ja mal hier rüberlaufen zu den Wagen. Wie kann ich diese Türen entriegeln? Ich meine, wenn das Ding hier interaktiv ist, dann muss es doch in irgendeiner Form möglich sein, die Türen zu entriegeln. Ja,
Ciao. Lass mir mal die Wagen hier. Ach, geht immer noch nicht. Schade. Verstehe ich nicht. Geht auch nicht. Haben die Dinger eigentlich Handbremsen? Geht auch nicht. Gibt es hier irgendwas Interaktives? Okay, das gibt mir jetzt gerade so Derail Valley Vibes. Tür verriegelt. Lässt sich auch nicht entriegeln. Schade. Was ist hier mit den Wagen? Kann ich da irgendwie rauf? Hier ist ein Zaun, an dem komme ich leider nicht vorbei. Oh, hier vorne ist noch so ein Bremserwagen. Den gucken wir uns gleich mal an. So. Weiche. Hey, das können wir sogar umstellen. Sehr schön. Ich liebe ja solche kleinen Spielereien, also diese Interaktivitäten. Finde ich mal ganz, ganz toll. Also hier mal der Bremserwagen. Steigen wir hier mal kurz ein. Einmal natürlich obligatorisch den Ofen an. Macht sogar Geräusche. Finde ich sehr cool. Und dann kann man, wie gesagt, sich hier hinsetzen. Und na? Irgendwo gibt es doch diese Perspektive. Oh, gibt es wohl doch nicht. Ich dachte, es gibt so diese Perspektive, dass man praktisch mit der Kamera hier angelehnt ist. Und ich ja so aus dem Fenster nach vorne gucken kann. Das geht wohl anscheinend nicht. Und dann kann man hier die Handbremse tatsächlich bedienen. Und hier sehen wir die Vakuumbremse, den aktuellen Füllstand. Sieht man, kann man sonst noch was bedienen? Lässt sich das bedienen? Ach, guck mal, man kann sogar die Vakuumbremse auch anwenden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also solche Kleinigkeiten, ne? Finde ich einfach genial. Ne, auch hier kann man nicht so wirklich aus dem Fenster gucken. Hallo, ich möchte gerne aufstehen. So, Türen zu. Und das Coolste ist, na, wo sieht man das ganz gut? So sieht man es ganz gut. Da kommt jetzt natürlich auch der Rauch raus, weil der Ofen an ist, damit uns nicht kalt wird. Hier wird gearbeitet, man hört es, man sieht es nur leider nicht. Das ist auch so etwas, das finde ich ganz, ganz crazy. Mit Dresden Riesa bzw. mit Rush Hour kam ja diese Dioramas mit dazu. Also, dass man dann random irgendwelche Arbeiterinnen und Arbeiter gesehen hat, die so am Streckenrand standen und, weiß ich nicht, eine Schaufel in der Hand hatten oder so. Und die sind seitdem weg. Also, das wurde ja danach nicht mehr verwendet. Ich weiß nicht, ob es auf Dresden Chemnitz noch zu finden ist. Habe ich ehrlich gesagt nicht im Kopf. Aber dass es hier halt fehlt, das finde ich auch wiederum echt schade, weil das war eigentlich eine ziemlich coole Entwicklung und... Achso, ich dachte, die Dinger sind im Boden versunken. Nein, die sind einfach nur verrostet und kaputt. Können wir das hier wenigstens öffnen? Auch nicht. Na gut. Mit diesem Blick auf diesen kleinen... auf diese kleine Werkshalle oder was auch immer das sein soll, verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Gute, alles Liebe.